Und da sind wir auch schon wieder. So, dann werden wir mal hier folgen und gucken, was wir hier erreichen. It's locked, all right. Alles ist hier verschlossen. Verstehe ich nicht. Das ging doch eigentlich ganz gut. Oder? Okay, da geht's mit dem Blut weiter. Drücke L3. In der Nähe, um Gegner in der Nähe zu finden. Aha. Okay. Nahkampf, Fernkampf, Blut. Mittlere, hohe, okay. Nothing here. Let's head back to a warm fire. Shut that foolish mouth of yours. You ever know McCullum to be wrong about anything? Right. No time I can remember. But I've only been part of the guard 3 weeks to the day. All the more reason to shut it. Easy does it, boys. We can deal with this vermin. Das ging doch. Keine Ahnung, was wir aufnehmen. Das ist auch gerade. So. Und dann haben wir das schon mal erledigt mit den komischen. Ich weiß nicht, ob der jetzt stärker sein sollte, aber wir haben den ja ganz gut hingekriegt. Nicht springen, das ist ein bisschen. Oder gibt's hier? Oh. So, das haben wir schon mal. Da unten liegt die Blutspur weiter. Oh, da ist jetzt mal ein Koffer. Oh, die ist ja hübsch. Geht's lang? Nach da. Sehr schön. So, dann haben wir einen neuen Unterschlupf. Aber wir haben noch nicht so viel Blut, dass wir weitermachen können mit dem Entwickeln. Ich glaube, wir müssen mehr Leute. Das Blut aussaugen. Dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt schon was machen können. Du hast ausreichend mit. Um eine deiner Waffen zu verbessern. Drücke R2. Die oder die? Die, ne? Und wie können wir die jetzt verbessern? Oder ist es doch die hier? Nee, auch nicht. Ist es die hier? Jawohl, dann werten wir die mal auf. Was haben wir denn hier? Können wir noch was auf. Nee, können wir nicht. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, legen wir uns mal schlafen. Was haben wir denn hier? Zustand des Körpers, erhöht die Gesundheit. 300. Erhöht die, deine Blutaufnahme, wenn bis im Kampf verwendet wird. Erhöht Blutkapazität. Erhöht deine Lebensform, wenn bis im Kampf verwendet wird. Das ist alles nur im Kampf. Aber wir könnten ja unsere Gesundheit erstmal erhöhen. Und dann. Was haben wir noch gehabt hier? Erhöht deine Ausdauer. Das könnten wir auch mal machen. Dann haben wir das schon mal fertig. Nein, nein, wir wollen nicht abbrechen. Wir wollen bestätigen.
die folgende Nacht. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Alle auffüllen geht auch nicht. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Hier geht's doch noch runter, oder? Wieso komme ich da nicht runter? Nee, da geht's nicht runter. So, 5 Schillinge. Okay, also müssen wir da runter. Und dann müssen wir da hin. Hey, Schluss damit. Komm her, gib mir dein Blut. Danke. Wir wollen nur. Was? Da ist jemand. Wie kommen wir da hin? Unbekannt. Nicht so gut. Also irgendwie komme ich mit den Fähigkeiten noch nicht klar. Da geht die Blutspur lang. Aber... So. Nicht, dass wir jetzt hier im Kreis laufen. Klar. So, also gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Jetzt dürften ja keine Gegner mehr auftauchen. Da leuchtet noch was, oder? Ja. Schrauben. So, dann gehen wir mal in den Vampir-Modus hier. Sammelobjekt? Hier. Okay. Jetzt haben wir wieder die Fährte. Das sind Ratten. Und hier geht's lang. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Echt? Okay. This place reeks of bloodshed. Stelle William Bishop. So, ich wollte eigentlich... Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Wir können ja... Also die Betäubungsdings würde ich lassen, aber... Die hier macht 99 mehr Schaden. Sieht ganz cool aus. Seras haben wir noch nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Auch nicht. Ultimativ haben wir auch nicht. Und ansonsten... William, please stop. Just a sip, I promise. This creature is bedeviled. I must put it down. Oha, oha, oha. Oh, Alter, wie stark ist denn der? Oh ne, ich habe keine Lust zu sterben. Nicht jetzt. Alter. Was stimmt denn mit dir nicht?
Hey. Hey, schlag doch zu, wenn ich das drücke hier. Was soll das denn? Okay. Ach, unsere Ausdauer. Okay, alles klar. Komm, regenerier dich. Ich habe auf den keine Lust. Und das zieht aber nicht so viel ab. Das macht hier mehr Sinn. Was ist das jetzt? Überprüfe das Opfer. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well. Another lost soul, a kindred spirit. Sir. Listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Oha. Ja, hallöchen, wer bist du denn? Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Ja, hau doch nicht ab. Wir haben Fragen. Mann. Das ist doch doof. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Ach, William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. Okay. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Okay. Was müssen wir denn noch machen? Ah, hier. This poor creature can't be my so, maker. Hammer. Geh auf Could das Boot. Some subspecies of vampire? So, let's go. I must find a place to analyze the blood. Naja, das ist doch mal ein schönes Boot. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you were a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you, she values her privacy. For London as peaceful as she appears from the middle of the canal. If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it!
I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed, marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Okay, der Ladebildschirm. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He's will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Okay. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Oh, das ist ein schicker Mantel. So, es wird gespeichert. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge wie immer. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.